Ein kurzer Eindruck von der Empfangsleistung des Gerätes. Und im Zentrum steht dabei die Frage, wie es passieren konnte, eine, dass bei dem Polizeieinsatz im linksgeprägten sehr Stadtteil saubere Sprachwiedergabe und alle wirklich wichtigen Sender sind in guter Qualität zu empfangen. Ich drehe jetzt mal auf den mal modifizierten. Ein sehr schöner Klang. Auch die Mittelwelle, jetzt mit einem kurzen Stück Draht nur an der Antenne. Auch der Bass ist erstaunlich, also der Lautsprecher ist 60 Jahre alt, das haut einen immer wieder um. So, ich schalte mal um auf Mittelwelle und da ist wirklich jetzt nur eine 2 Meter Messstrippe dran. Ja, die Mittelwelle lebt, die ist nicht tot. Natürlich keine deutschsprachigen Sender mehr. Aber es funktioniert und das ist schon erstaunlich. Unten im Keller mit 2 Meter Messstrippe arbeitet das Radio recht ordentlich. Ja, Deckel drauf, abschließend Isolationsprüfung und das Gerät kann wieder in den Dauerbetrieb gehen. Das war's. Zum Abschluss zeige ich noch die Prüfung der Terkondensatoren und der Styroflexkondensatoren. Das ist auch noch recht interessant und allgemeingültig auch für andere Radioreparaturen. Bis später. Tschüss.